Hallo und herzlich willkommen. Lange, lange ist es her. Keine Minecraft-Videos, keine anderen Videos. Und ich spiele keinen Minecraft Hardcore. Wie ihr es wahrscheinlich im Thumbnail oder Titel schon lesen konntet, spielen wir Feezebeats Stone Block 3. Ich habe Bock, Missionen haben, Quests haben und ich viel, viel mehr machen kann als in Hardcore oder so. Um das einmal zu erklären, Minecraft Hardcore wird wahrscheinlich erstmal nicht mehr kommen. Vielleicht werde ich irgendwann weitermachen oder so. Ich habe keine Ahnung. Für mich war es einfach so, ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich machen sollte. Deswegen habe ich einfach nichts mehr gemacht. Und dann, wo dieses Minecraft-Format aufgehört hat quasi, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Dann war das so, ja, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt irgendwas anderes oder so? Und dann ging es hin und her und allem drum und dran. Ja, diese Task, dann habe ich das auch schon gemacht. Ich habe Kuchen bekommen und das Questbook, aber ich kann das Questbook so öffnen. Ja, und da ich halt keine Ideen hatte für Minecraft Hardcore, was ich bauen sollte, was ich machen sollte, natürlich kann man relativ viel in Minecraft machen, aber für mich war das so, ja, ich wusste es einfach nicht, was ich... Das Problem war, ich wollte halt irgendwie so zwischen 10 bis 12 Minuten Videos machen. Ich habe dann immer 1 bis 2 Stunden aufgenommen, aber im Endeffekt kam halt nur so am Ende waren es dann nur 4, vielleicht 5 Minuten Videos. Das wollte ich dann auch nicht machen, also habe ich das komplett aufgehört. Dann habe ich ja noch ein Video danach gemacht oder mehrere. Ich habe dann auch alte Videos nochmal re-uploaded und so aus alten Streams und habe halt dann versucht, was Neues zu machen. Und ich fand das Neue auch gar nicht schlecht. Das neue Format, würde ich es nennen, dieses schnell geschnitten, gut geschnitten und allem drum und dran. Das war ja auch nicht schlecht. Nur es ist halt eine Menge Aufwand und dann sind halt andere Sachen dazwischen gekommen und dann habe ich halt meinen YouTube-Kanal hier komplett vernachlässigt. Also erwartet jetzt nicht, dass ich mit diesem Format hier auch die ganze Zeit Videos kommen. Vielleicht wird das unregelmäßiger, vielleicht auch regelmäßiger. Ich weiß es nicht. Es ist halt jetzt schwierig zu sagen. Aber wenn, dann wird es halt cool. Ich mag das. Ich muss schon sagen, ich habe privat natürlich auch Stoneblock schon gespielt. Aber das sollte ja nichts hier dran ändern. So, wir haben eine Bronzepaxel bekommen und schon mal die großen Zahnräder. Das ist gut, weil davon brauchen wir ein paar auf jeden Fall. Ach, das ist ein Ofen, aber den kann ich auch bauen. Wie mache ich denn so ein... Naja, so mache ich. Davon brauche ich 4 Stück. Da haben wir doch eine Kiste. Eine Kerze. Saplings. So, und Seeds. Also am Anfang wird das sehr viel einfach nur hier graben. Um einmal das Modpack zu erklären, es ist quasi wie Skyblock, nur halt, nur in der Höhle. Und das Ziel ist einfach, die Missionen zu machen. Hier kommen noch mehrere, keine Sorge, hier kommen noch ganz viele Sachen. Also hier ist eine Menge und lange. Und es ist auch cool, weil du hast dieses ich baue hier Sachen und gleichzeitig ich mache hier automatisieren, das automatisieren, dies automatisieren, auch ein bisschen erforschen, weil wie man gesehen hat, hier am Anfang diese Welt ist quasi so aufgebaut, dass wir genau in der Mitte sind. Dann sind hier Dungeons. Dann drumherum gibt es Höhlen oder andere Ressourcen. Dann kommt das Nether und ganz am Ende ist das End. Und dann hört die Welt auch auf. Und das ist halt, finde ich, ein sehr cooles Prinzip. Man kann sehr viel machen. Nicht relativ viel, sondern sehr viel machen. Man hat viele Sachen. Man kann automatisieren. Man kann Sachen schön machen. Wir schauen einfach mal. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für irgendwelche Sachen, die ich bauen kann,
irgendwelche Vorschläge oder wenn ihr wisst, in dieser Mod, wenn ihr wisst, ja, das wäre besser, wenn du das so machst oder so machst, schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist immer gut, sowas zu wissen. So, wir machen jetzt, also ich mache jetzt Sand hier raus und habe einen coolen Bambus bekommen. Kann ich eigentlich hier? Okay, da passiert einfach nichts. Okay, wir haben auf jeden Fall, wir haben einmal die Saplings und Sand. Dann machen wir noch einmal, ich habe einen Helm bekommen. Das ist auch geil. Ich mache einfach mal aus dem nochmal Dust, um diese Mission zu bekommen. Okay, schade. So. Andesite Seeds. Wo bekomme ich denn Seeds aus Erde? Okay, dann machen wir nochmal ein bisschen Erde. Kartoffeln. Und da sind Seeds. Geil. Nice. Damit haben wir schon mal... Oh. Ups. Da haben wir auch Melonen. Und jetzt können wir quasi Holz machen. Das heißt, wir haben schon mal Essen soweit. Das ist geil. Ich würde sagen, wie lange hält die? Oh, ein bisschen. Ich würde gerne hier einen Baum hinstellen. Egal welchen. So. Erstmal mache ich die Mission. Wenn die nämlich safe sind, dann können wir schon mal einiges machen. Holz wäre gut. Andesite kann ich schon mal holen. Andesite ist quasi ein Stück weiter unten. Ja, das ist schlecht ohne Fackel. Kann man eigentlich... Das geht. Nur wie lange? Perfekt. So, wir haben Holz. Die Dinger kann ich machen. Wenn ich das so mache. Warum? So, einmal diesen Tisch. Warte mal, wie kann ich... Ah. Aha. Davon brauche ich aber mehr. Warte mal. So, ich muss mal hier... Ich brauche Platz. Wir haben auch eine Kerze bekommen. So. Ich würde mal sagen, das kann ich auch machen. Das ist auch wichtig. So, so. Zack. Da haben wir schon mal die zwei von Tinkers. Das ist cool. Jetzt habe ich schon mal einen Cobblestone Generator. Das ist schon mal der erste Schritt dazu, dass wir das alles automatisieren. Jetzt würde ich aus dieser Kiste direkt einen Drawer machen und würde das schon mal machen. So. Um einfach schon mal Cobblestone zu generieren. Alles cool. So, jetzt. Ja, die Tinkers-Schmelze machen wir später, würde ich sagen. Weil die brauchen wir nicht direkt. Die ist cool zu haben, aber wir brauchen die nicht direkt. Dafür brauchen wir halt Andesite. Das heißt, wir brauchen Kohle.
Gibt es eine Möglichkeit? Ein Holzkohl kann ich mir machen. Ich habe doch einen Ofen. Bin ich dumm. Kann man einfach so machen. Ja, ups. Aber so machen und kriege Holzkohle. Damit kann ich Fackeln machen und damit können wir schön nach unten und schon mal Endeszeit holen. Ich weiß gar nicht, wie tief Endeszeit ist. Aber werden wir jetzt herausfinden. Und es spawnen auch immer so Loot-Bienen. Random. Und die geben dir dann irgendwelche random Items. Jetzt habe ich keine Fackel mehr. Aber wir sind hier bei Endeszeit. Nice. Da wir hier nicht so viel sehen, nehme ich gar nicht so viel mit. Aber wir uns Fackeln und bauen mehr ab. So, wie viel? Guck mal, wir haben jetzt schon 640, 650 Cobblestone. Das ist eine Menge. So, Endes hat aber auch, aber das gibt kein Reward. So. Eisen. Ja, das haben wir nicht. Das heißt, ich muss oder wir müssen auf jeden Fall es automatisieren, dass wir schon mal. Das Problem ist, genau das hier brauchen wir zum Automatisieren. Obwohl, das kann ich hier mit Dingen machen, sehe ich gerade. Oh, das geht. Ja, okay. Das ist ja geil. Aber damit kann ich das doch, können wir das doch machen. So, 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 so. Und haben schon mal den. Den brauchen wir, um Gravel da rein zu tun und zum Beispiel Eisen und so zu bekommen. Jetzt natürlich dieses Hunting. Okay, dafür brauche ich das Cobblestone Stick. Aha, so. Ich habe doch hier mal aufgepasst. Quasi die erste Automatisierung. Also nicht richtig, weil per Hand. Aber das können wir alles automatisieren. Und wenn der ganze Gravel klein gemacht ist, kriegen wir Erze raus. Und verschiedene Sachen. Zum Beispiel Kohle, Eisen und Zink. Das ist geil, weil wir haben jetzt schon Eisen und Zink. Und ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge von Let's Play Feed the Beast Stoneblock 3. Und wie gesagt, dieses Format wird immer wieder, ob es regelmäßig kommt, weiß ich noch nicht. Ihr werdet sehen. Abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.